Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Need for Speed Underground 2, wo wir zurück sind. Und hier nun die wahre Action wieder steigen lassen. Und das mit Rundkursrennen, weil das nicht anders geht. Naja. Und weil es halt nicht anders geht, müssen wir halt uns die Rundkursrennen antun, weil wir, warum auch immer, keine URL-Rennen mehr bekommen. Oder nicht mal die Endrennen oder was auch immer man braucht. Wahrscheinlich noch ein UL-Rennen, dann das Endrennen, keine Ahnung. Zumindest sind wir schon recht gut am Ende vom LP. Also könnte jeder Moment schon der letzte sein. Na, eigentlich nicht. Ich weiß ja noch, wie ungefähr das geht. Wie ja schon gesagt, mit dem Dings. Ja. Yeah. Das bringt's mir. Wenn dann schon 360-Style. Hauptsache jedes Mal die Action-Kamera rauspacken, ne? Liebes Spiel. Hauptsache immer noch irgendwie Erster sein. Das gar keinen Sinn ergibt bei mir. Also so dumm wie ich gefahren bin. Und dann noch, ach, diesen Weg. Also dann dauert sowieso noch länger. Weißt du, warum dort die Abkürzung angezeigt wird? Weil man kann die so herum nicht fahren. Vielleicht, wenn man fliegen kann. Aber ich glaube, mit dem Wagen, mit solch einem Auto kann man nicht fliegen. Habe ich gehört. Habe ich gehört zumindest. Aber gut. So. Wunderbar. Das schaffen wir alles wunderbärchen ohne Probleme. Müsste ich halt kaputt fahren. Ja, die erste Runde geht aber einfach schon über eine Minute. Das ist schon super. Das ist so typisch an diesen Rundkursrennen. Deswegen fahre ich die nie. Oder versuche ich dann mich drum herum zu schlängeln. Das einfach viel zu lange dauert und nicht so viel Spaß macht. Was weiß ich noch alles. Und der Miho ist dann traurig und denkt sich dann so, warum? Warum muss das so passieren? Naja. Naja. Hm, wunderbar. Wunderbar, das passt schon mal alles. Ha. Kommt eh keiner hinterher. Das sieht auch interessant aus, so schnell zu switchen. Weil die hinteren Dinger sehen auch so cool aus mit den Vorderungen, ne? Das könnte man so verschmelzen, dann würde es irgendwie immer noch zusammenpassen. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, was ich da sage, aber meine ja nur. Und wenn ich es nur meine, dann meine ich es auch nur. Und dann sage ich es auch nicht. Oh, das macht das Grundkursrennen viel einfacher. Queen of the Stone Age. Ja, das ist schön. Mit dem Song. Ach. Das ist perfekt. Dadurch macht dieses Rundkursrennen schon mehr Spaß. Allein nur durch diese Musik. It's the cruelest job to play. I'm so tired in place. Only your life will separate. So I keep on playing our favorite song. I turn it up while you're gone. It's all I got when you're in my head. And you're in my head. And so I need a. Ich weiß, ich bin bei dem Song nicht gerade gut, weil es gerade früh morgens ist und ich merke, dass meine gesamte Stimme sehr, sehr eingefroren ist, aber gut. We collide for one embrace. So I keep on playing our favorite song. I turn it up while you're gone. It's all I got when you're in my head. And you're in my head. And so I need it. I keep on playing our favorite song. I turn it up while you're gone. Oh Gott, man, you hit my head! Oh, yeah, yeah. What? Ja. Warum fahren wir uns alle zum Haufen? In den Haufen zusammen.
ist logisch. Ach du Heilige. Makahuni, pass doch auf, lieber Wagen. Setz dich so viel ab. Sei nicht so abgehoben, Wagen. Ich weiß, du bist einer der besten Wagen, aber du sollst nicht so abgehoben sein. Das ist logisch, oder? Ich erwarte das nur von dir. Damit wir hier die beste Leistung hier zusammenrufen können. Und darum geht's ja. I keep on playing our favorite song. I turn it up while you're gone. It's all I got when you're in my head. And you're in my head, and so I need a. Oh, Hauptsache man hat es mal so gut wie zu. Hauptsache so gut wie zu Ende gehört. Es wäre sowieso so gut wie zu Ende gewesen. Dann wäre noch einmal I keep on playing a favorite song und dann wäre irgendwann vorbei gewesen. Ich glaube, das ist das letzte Uhrrennen, ne? Dann werden wir zum letzten Uhrrennen fahren. Wir werden alles kaputt fahren, was da ist. Alles. Hey, alles klar, Mann? Hast du schon gehört, dass in Cole Harbor West ein Rennen starten soll? Sollen so ein paar Nasen mit mehr Kohle als Hirn sein. Ist bestimmt leicht verdientes Geld. Danke. Falls du in der Nähe bist, kannst du dir das mal ansehen und mir Bescheid sagen? Ja, ich versuch's. Bis dann. Ciao, peace out. Naja, ich werde wohl kaum dieses versteckte Rennen suchen. Und ich wollte wenigstens nett sein und dann auch noch sagen, dass ich's, wenn ich's finde, wenigstens Bescheid geben möchte. Und Bescheid geben heißt wahrscheinlich fahren. Ich kann ihm leider nicht Bescheid geben und das Rennen fahren, weil ich hier URL-Rennen fahren möchte. Ich möchte hier nur ein URL-Rennen fahren, wenn ich. So. Wunderbar. Schön. Das ist wahrscheinlich eines der letzten URL-Rennen, ne? So, also einfach mal alles geben. Vielleicht kommt dann echt schon das letzte Rundkursrennen, aber das sieht man alles danach. Alles, wenn es soweit ist. Zuerst mal ganz normal fahren, sich darauf konzentrieren. Ich habe auf jeden Fall alles richtig zu machen. So. Und das letzte Rundkursrennen wird ein bisschen hart sein, das weiß ich. Das weiß ich noch aus Erfahrung. Vor allem wird es sehr, sehr lange laufen. Und mit sehr, sehr lange weiß ich gar nicht mal, wie lange nochmal. Aber zumindest ist es pervers krank lang, sagen wir es mal so. So. Oh, yes. Das Speed, die unser Wagen hat, müssen wir echt schon viel abbremsen, ne? Geht's auch nicht mehr so einfach, durch jede Kurve mit Vollgas zu fahren. So. Auf jeden Fall haben wir 4 Runden pro Strecke, so wie es aussieht. Okay, das ist schon mal interessant zu wissen. Die Frage ist natürlich jetzt, ob wir nur 3 oder 4 Rennen haben. Wahrscheinlich 3 oder... Ach, keine Ahnung, ich weiß selber nicht. Wir werden es ja sehen, wie viele wir am Ende genau haben. Wie viele unterschiedliche Strecken wir in diesen URL-Rennen fahren dürfen. Oh, Jesus, der beschleunigt echt noch immer noch recht gut raus, obwohl man sogar noch voll einlenkt. Und dieser Wagen ist schon recht pervers, dieser Audi TT. Ist echt, was er an Gas geben sollte, ne? Schon der kranke Typ. So. Passt doch alles. Passt doch alles. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Nitro. Ich echt mal auch das Nitro verwenden. Vielleicht um noch eine Rundenbestzeit reinzuknallen. Das war echt. Oh, mit dem Nitro habe ich sogar mal geschafft. Mal nicht da durchzukommen. Okay, krass. Jetzt kommen wir genau durch die Kurve. Ah. 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 Immer dieses Volleinlenken und dann. Dieses Untersteuern. Aber besser untersteuern als nur durchgehend übersteuern zu haben. Das ist klar.
Untersteuern kann man wenigstens klarkommen. Was bei Übersteuern nicht unbedingt immer der Fall ist. Vor allem nicht, glaube ich, bei diesem Spiel wäre es unkontrollierbar, würde man durchgehend übersteuern. Glaube ich zumindest, aber ich bin mir nicht sicher. So viel Nitro müsste ausreichen, weil beim letzten Mal war mehr ein bisschen zu viel. Ich habe sogar mal gelupft aus Vorsicht. Damit da schön alles cool bleibt. So, dann sollte das alles passen. Ja. Oh, auch nicht. Naja. Wunderbar. Gewonnen, das Rennen. Das erste Rennen ist schon mal safe durch. Jetzt noch ein Rennen. Ne? Das ist wichtig. So. Schön mit dem Nitro schon mal schön vorausgestochen. Emporgestochen, herausgestochen. Ist mir egal. Der Miro, der macht das schon. Das ist ihm egal. Das ist wieder eines der längeren Strecken. Okay, gut. Wenigstens sehe ich es am Ende, dass es eines der längeren Strecken ist. Das ist gut zu wissen. Dadurch weiß ich, dass wenigstens wahrscheinlich das URL-Rennen doch genau bis zum Ende des Parts gehen wird. Insgesamt. Und vielleicht sogar drüber. Man weiß ja nicht. Vielleicht sogar drüber. Man weiß halt nie. Wir kommen gerade auf eine Minute, so wie es aussieht, wenn wir das Rennen so normal fahren. Wahrscheinlich ist jetzt jede andere Runde eine Minute ungefähr. Weil jetzt haben wir wenigstens den Anfangsspeed, den wir sonst am Anfang nicht hatten, weil wir ja gestartet sind. In der ersten Runde. Aber das sieht man dann wenigstens in den anderen Runden. Wir sind mal wieder abgehoben, so wie immer. Mit unserem ODTT. Kann man nichts anderes als abheben. Man ist nicht mehr bodenständig, nein. Man hat halt gar keinen Grip mehr. Und deswegen fliegt man tief, weit runter in eine Schlucht. Ja, tiefselig, ach keine Ahnung. Tiefseligkeit, ja. Das hätte auch voll Sinn ergeben, Miu. Denk doch mal nach. Denk doch mal nach. So. Ja. Ach, geht doch. Eine Minute und zwei. Okay, so ungefähr so sieht's also aus. Und hier nochmal, genau, schön alles ganz locker geschafft. Was heißt denn ganz locker? Relativ locker, wenn man so sagen möchte. Ja gut, dass ich auf dem Rasen fahre, das beschleunigt den Wagen ja immens hoch. Das war natürlich das Schlaueste von allem. So. Ich muss mich hier recht gut konzentrieren, weil die Strecken doch mit der Speed, die der Wagen hier hat, doch recht anstrengend genug sind. Also vom Nachdenken her anstrengend genug. Jetzt gebe ich hier einfach noch alles Nitro um. Vielleicht noch den besten Nitro. Ja, dann bekomme ich noch beste Runde und das da. Dann habe ich wenigstens noch etwas Nitro übrig. Habe hier alle mal Vollgas gegeben. Dann kann ich mal schön damit. Dann habe ich schön damit mal Spaß gehabt. Das ist ja auch wichtig. Denn Spaß sollte auch nicht fehlen an dieser Stelle. Das ist klar. Na je. You like it burn. Warum sage ich immer, you like it burn? Das ist das, was ich verstehe. You like it burn. You like it burn.
klar. Das Screaming kann ich eh nicht so verstehen. Das ist so ein halbes Screaming-Flüstern. Und da kann ich nicht verstehen. Das ist einfach so arg verzerrt dadurch. Durch die eigene Stimme, dass ich dann persönlich dann nichts mehr raushöre irgendwann. Das ist schon pervers krank, wenn man sich's mal so vorstellt. Ach, das war's schon. Ach, schön. Was noch allgemein? Nee, immer noch nicht. Müssen wir noch hier die restlichen normalen Rennen fahren oder wie ist denn das jetzt? Hä? Ich weiß jetzt nicht. Oh nee, müssen wir echt noch ein paar Rundkursrennen fahren? Dann machen wir das noch zum Ende des Parts. Ah, schön noch ein Lächeln aufsetzen. So tun, als ob man Spaß drin hat. Werden wir sehen. So, dann schön das Nitro benutzen. Schön. Das Nitro mitnehmen und dann hier ganz vorsichtig reindriften. Und hier durch. Irgendwie halt. Muss ja nicht perfekt sein. Muss man auch mal so sagen. Das war bis auf den letzten Millimeter, glaube ich, sogar fast schon ausgenutzt. Da war also zumindest nicht mehr so viel Freiraum übrig, so wie ich das gesehen habe. Dann sage ich doch mal, ich habe doch manchmal noch halbwegs Skill. Oh ne. Das war natürlich sehr, sehr schlau von mir, da so dran zu knallen. Aber gut. Was kann man da großartig machen? Man sollte es halt anders machen, das ist klar. Aber gut. Also wie es aussieht, wird dieser Part weit drüber gehen. Oder wie? Keine Ahnung. Wenn die Strecke mehr als 1 Minute 30 dauert, glaube ich, ja. Das dauert sie auf jeden Fall. Tja. Habe ich mal Pech gehabt. Sagen wir es mal so. Na, wobei. Geht. Bisschen drüber sind wir dann auf jeden Fall, aber... Ja, wie schon gesagt, das ist ein Rundkursrennen. Das ist normal so. Da geht es leider nicht anders, so wie es aussieht. Schön Gas geben. Ich hoffe, dass das irgendwie sich gleich auflöst alles und dass wir gleich irgendwie das letzte Rennen oder ein URL-Rennen haben. Keine Ahnung. Vielleicht, hoffentlich. Wir versuchen ja alles daran zu setzen, dass wir so schnell wie möglich durchkommen. Und vielleicht brauchen wir genau 10.000 Rufpunkte. Weil da haben wir halt nicht mehr wirklich viele Rennen übrig. So wie es aussieht, deswegen wird es ein bisschen blöd, muss man so zu sagen, aber gut. So. Da kann man noch schnell vorbei. Genau, da kann man noch überall schnell fahren. Wir Spider-Bait. Black Betty. Die sind immer noch dran. Das ist so typisch an Rundkursrennen. Die sind immer dran, egal was du machst. Deswegen mag ich es nicht. Ich hoffe, dass wenigstens dann irgendwas kommt, wenn wir alle Rennen haben, weil sonst wäre es ein bisschen blöd. Da müssen wir echt auch nach versteckten Rennen suchen. Das wäre natürlich ein bisschen mehr als nur blöd. Dann haben wir diese Runde natürlich auch schon so gut wie durch. Und dann nochmal eine letzte, so 1,40er Runde, so wie es aussieht. Und dann haben wir alles. So. Das passt. Das sehe ich hier auch. Oh nee, jetzt habe ich... Nein, ich habe alles weggedingst. Nicht eine schlaue Aktion mal wieder, so wie immer.
gerade so noch schön gepowert sein. Irgendwie, jetzt fahre ich die Strecke schön. Muss ich jetzt persönlich sagen, da fahre ich die schön und ja, da lobt man sich und ja. Dann preist man damit so gesehen schon die Scheiße an, wenn man sich einmal mal lobt. So wie immer. Sowas wie, ach, du denkst, du bist gut. Du denkst, du darfst dich mal selber loben. Hier. Bam. Peng voll in die Fresse. Vielleicht jetzt nur. So ist das halt aufgebaut im Leben. Zumindest kenne ich so. So. Was sage ich dann noch schon mal? Oh, wir haben das Rennen schön wunderbar geschafft, ist klar. So. Das haben wir alles Wunderbärchen. Wunderklärchen. Ha. Da haben wir das letzte Rennen. Oder? Das ist doch das letzte Rennen da unten. Oder? Hey, aber ich sag doch mal, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Need for Speed Underground 2 und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.